Wenn man Server weil kann, eigentlich verstehe ich das nicht, weil wenn die Admin Evil fahren, also den Account Admin Evil bringt das ja nicht. Weil der könnte ja dann easy mit einem Zoll-Account kommen. Ja, oder mit dem Alt. Ja, Alt ist Zoll-Account, aber ja. Es war ja nicht mit Zoll-Account. Also ich glaube ja, dass Celine Admin Evil ist. Nein, die kann sowas nicht. Die kann ja, keine klar. Sachen zerstören. Die, guck mal, die Celine. Die Celine, die ist zurzeit, das ist jetzt meine ganz persönliche Theorie. Also folgendes. Euch ist doch aufgefallen, dass Abge Admin Evil bannen kann. Ja. So, Admin Evil kann sich entbannen, aber... Und abgebannen. Ja. Ja, aber, jetzt das Aber. Der Punkt ist ja der, jedes Mal, wenn Abge Admin Evil gebannt hat, ist er nicht sofort wieder rejoined, so wie Ab das getan hat, wenn Ab Admin Evil ihn bannt. Sondern deswegen stelle ich mir vor, Celine ist jetzt sauer auf Abge wegen irgendwas und jedes Mal, wenn Abge jetzt das Haus verlässt, geht sie an seinen Computer und geht in die Konsole, entbannt sich, so und dann verabschieden sie sich, weil Celine ist ja gerade sauer auf Abge. Deswegen hat sie gesagt, nee, jetzt gibt's kein SEX mehr, ja, das geklärt ist. Und das ist meine Theorie. Und deswegen verlässt sie ja nachts immer das Haus, damit die gar nicht so, verstehst du, so sozusagen, das ist jetzt SEX-Entzug. Ja, und dann sagt die, nee, ich gehe jetzt wieder in meine eigene Wohnung. So, und sobald sie in ihrer eigenen Wohnung ist, dann, das ist dann ja, irgendwann sagt sie so, jetzt müsste er schlafen. Und weil ja Celine böse auf Abge ist, will sie ihn ja wirklich nerven. Warum? Und deswegen geht sie immer früh morgens um 3 Uhr irgendwas rein, um Abge zu wecken. Ja? So, erstens. So, und zweitens, dann geht sie auf den Server. Sie ist ja nur sauer auf ihn, ja. Sie will ja nicht seine Existenz zerstören oder so, sondern ihn halt einfach nur ärgern. So, und dann geht sie nachts, weckt ihn als Admin Evil und macht da voll Stress. Und dann... Wieso hat... Ich hab Admin Evil doch schon längst gebannt. Ja. Aber guck mal, wenn sie sich entbannen würde, beziehungsweise wenn sie sich entbannen würde, würde es ja in der Konsole drinstehen. Aber er hat es irgendwie so geschafft, beziehungsweise sie dann, dass es nicht in der Konsole drinsteht. Und warum sollte es für ihn dauerhaft abgefahren? Das ist jetzt Privatsache zwischen Abge und Celine. Und Celine kennt sich gar nicht mal mit deinem Minecraft aus. Ja, vielleicht ist schon, aber nicht du, Konsole und du, programmieren. Unterschätze niemals die Rachsüchtigkeit einer verschmähten Frau, heißt der Spruch, den muss man jetzt ein bisschen abwandeln. Unterschätze niemals die Fähigkeiten einer rachsüchtigen Frau. Ja, wahrscheinlich. Was meinst du? Das ist alles eine Celine. Celine. Celine ist doch nicht doof. So. Aber sie kriegt doch bestimmt ein Passwort an seinem PC, oder? Sie kriegt doch. Nee, ja, das weiß du, denkst du, wenn du mit jemandem zusammenlebst, deine Freundin, die würde nicht früher oder später zufällig die Passwörter mitbekommen? Ah, stimmt, die baut dann ja die Festplatte aus. Hallo? Sich im Laptop ein. Nein, ach, Quatsch. Sie steht einfach hinter Abge, während er sich einloggt und merkt sich, was für ein Passwort er eingetippt hat. Ja, weil Abge natürlich nicht davon ausgeht, hintergangen zu werden. Ne? Aber dann nachts kommt dann die böse Celine und dann geht's ab. Jawohl. Oder das wäre halt echt cool irgendwie. irgendwann outet sich Celine. Ich bin Admin Evil. Das ist so ein Anonymous-Game-Typ oder so. So, Anonymous, wir sind eine Organisation. Würde mich so totlachen, ja. Celine ist neuerdings komischerweise immer dabei, wenn Ryfax und alle sich besprechen. Wie eine Fliege an der Wand, so ganz unauffällig. Kriegt dann alle Gegenmaßnahmen mit, ja. So. Na, Ryfax, Justin, kann ich euch noch was Gutes tun? Braucht ihr noch einen Kaffee? Ach, worüber quatscht ihr denn? Ach, das verstehe ich ja sowieso nicht. Ja, dabei versteht sie jedes Wort, ja. Die, weißt du, diese dummen Männer, die denken so, diese dumme Frau. Aber dabei ist die ganz ausgebufft, ja. Die kriegt alles mit, Alter. Die hat, weißt du, die hat so einen Programmierkurs in Java gemacht. Und jetzt kennst du dich so richtig aus, ey. Junge, die arbeitet eigentlich bei Google, Alter, oder bei Java. Schau mal. So, was haltet ihr von meiner neuesten Theorie?
Ja, oh, guck mal, ist gut. Safe, die besprechen sich ich so im TS, auf einmal kommt Celine.